Servus, ihr da draußen an der frischen Luft. Ich darf mich euch mal kurz vorstellen. Mein Name ist Little Breath, der 300. vom Stamm der Caridina Breviata. Ich will euch heute mal ein wenig über mich und meinen Stamm erzählen. Lasst euch übrigens nicht von meiner etwas staubigen Umgebung stören. Hier läuft gerade unser Lieblingsprogramm. Dazu später mehr. Wir kommen eigentlich aus der Region um den Xingfangling-Stausee im Südosten Chinas. Aber wir sind nach Germany getravelt, weil es da so viele coole Typen gibt, die uns ein tolles und sorgenfreies Zuhause geben. Ey ihr, weg von der Linse! Was sich die Großen einfach erlauben. Jo Leute, dann stelle ich euch mal mein Zuhause vor und auch unsere Lieblingsbeschäftigung. Unser Boss hat uns ein Stück Mangrovenholz gegeben. Boy! Da ist immer so leckeres Kleinvieh drauf. Das schmeckt Hammer. Also wenn wir die anderen da noch was übrig lassen. Aber wenn wir schon bei der Lieblingsbeschäftigung sind, bei uns gibt's auch noch andere leckere Sachen, wo so mikro kleines Zeug drauf wuselt. Nämlich Blätter. Also genauer gesagt, Laub gibt's da. Übrigens direkt aus Indien, vom Seemandelbaum. Wir sind da von unserem Häuptling echt begeistert, was der alles für uns tut. Jedoch das Beste kommt jetzt. Frische, gekochte Brennnessel. Extra für uns. Man glaubt es kaum, aber so ein Brennnesselblatt ist saugesund für uns. Und das wird dauerbevölkert, bis es weg ist. Das sieht dann nach 24 Stunden so aus. Aber zum Glück gibt's noch mehr. Das gelbe Zeug da ist ein Hokkaido-Kürbischip, der getrocknet einfach so zu uns reingeflogen ist. Einige meiner Kollegen flippen da voll aus. Die behämmern das von unten und oben wie die Irren, bis das komplett weg ist. Aber es gibt noch viele andere leckere Sachen bei uns zu futtern. So Wafertabs, hat unser Boss mal gesagt. Bloß muss man da schnell sein, sonst klauen die Großen einem alles weg. Bloß ganz dumm und ungeschickt sind wir Kleinen auch nicht. Okay Leute. Das war unsere Lieblingsbeschäftigung. Nun aber noch etwas nüchternere Fakten zu unserer Umgebung und wo wir uns wohlfühlen. Wir lieben alles Feinfiedrige wie Moose oder auch Süßwasserseetang. Das gehört unbedingt zu unserer Ausstattung. Ein wichtiger Punkt ist auch das Wasser. In Leitungswasser fühlen wir uns nicht so wohl. Viel besser ist da Osmosewasser. Oder wenn ihr destilliertes Wasser aus dem Laden um die Ecke mitbringt. Aber in reinem destilliertem Wasser fühlen wir uns auch nicht wohl. Das muss noch ein wenig aufgehärtet werden. Am besten mit dem speziellen B-Shrimp Mineral GH Plus, das im Internet überall zu bekommen ist. In solchem Wasser fühlen wir uns pudelwohl. Für die fortgeschritteneren Häuptlinge hier die genauen Wasserwerte. Das war's dann auch schon wieder. Ich hoffe, unser Stamm hat euch gefallen. Ach, da war ja noch was. Unser Häuptling, der Tom, hat gesagt, ihr sollt mal auf unsere Facebook-Seite vorbeigucken. Und wenn euch die gefällt, klickt auch mal Gefällt mir. Da kommen dann sicher noch mehr Filme über unsere Nachbarstämme.